يوم القيامة بعد الله دي شخاقا من دفو إمشتيس بس هستو مثلا يوغن جمخت الشباب بس هستو مثلا يوغن جمخت عبدي هستو زين ديسكوتيكن فبغخت بيتسايت mit Frauen beschäftigt, hast Alkohol getrunken, du hast gefeiert. Was hat er diese Frau jetzt gemacht? Deswegen wundert mich manchmal, besonders die Muslimin, natürlich die anderen viele Menschen wissen leider nicht. Die, die das Wissen haben, dass diese Zeit, die er hat, sehr, sehr wertvoll ist. Dass wenn die Zeit vergeht, wird nicht mehr zurückkommen, diese Zeit. Die Zeit wird nicht mehr zurückkommen. Und trotzdem, der wird danach gefragt, Yawm al-Qiyamah. Und vergeht, er weiß, dass er, wenn er empathisch ist, oder nicht betet und Musik beschäftigt ist, mit Partys beschäftigt ist und vergisst Allah und vernachlässigt Allahs Befehle, subhanahu wa ta'ala, mich wundert das, wie kann man sich darüber freuen? Du freust dich über die Zeit, die dich ins Höllenfeuer bringt, ist das, tut mir leid. Das ist für mich nicht normal. Ich freue mich über die Zeit, die ich in Moschee verbracht habe. Ich freue mich die Zeit, oder vielleicht diese Minute in meinem Leben, an der ich gesessen habe in Moschee ganz allein und geweint habe vor Allah, subhanahu wa ta'ala. Ich freue mich über diese Stunde oder diesen Augenblick, in dem ich alleine gesessen habe irgendwo und an Allah gedacht habe und geweint habe. Darüber freut man sich. Ich freue mich über diese Spende, die ich gespendet habe, hat keiner gesehen. Ich freue mich über Nachtsgebete, die ich gebetet habe und keiner gesehen hat. Ich freue mich über diesen Ratschlag, den ich jemandem gegeben habe und keiner mich gesehen hat. Ich freue mich über meine Jugend, wenn ich sie ausgenutzt habe für Allah subhanahu wa ta'ala. Weil Allah mir versprochen hat, wenn ich groß werde im Dienst von Allah subhanahu wa ta'ala. Ich bete ihn an, als ich jung bin, obwohl ich alles Mögliche machen kann, obwohl ich Frauen haben kann, obwohl ich Partys machen kann, obwohl ich begehrt bin von allen Leuten draußen, wenn ich in Jahiliya war. Und trotzdem wegen Allah sage ich nein. Ich bevorzuge Allahs Gesetz. Ich bevorzuge lieber diese Stunde im Moschee als diese Party, A'udhu Billah. Alkohol und Schlägereien und A'udhu Anmacherei und Ende. Und jeder geht nach Hause, ist traurig, die Freundin hat den verlassen und der hat die verlassen und die ist fremdgegangen, was da für Chaos ist, das A'udhu Billah. Kopfschmerzen. Darüber freue ich mich nicht. Ich freue mich über diese Momente. Ich freue mich über diese Stunde oder zwei Stunden, die ich mit meinem Nafs gekämpft habe, indem ich sitze und höre diese Worte. Weil ich weiß, der Nafs sagt, komm, lass uns gehen, wann hört er auf? Ist schwer für diese Seele, aber diese Seele, die ist dein Feind Nummer eins. Sie will dich ins Höllenfeuer bringen, A'udhu Billah, sie ist ungehorsam. Weil diese Seele gebietet das Schlechte und verbietet das Gute in dir. Du musst sie lehren, dir zu gehorchen, nicht, dass du ihr gehorchst. Becher voll mit Wein. Was ist mit diesem Wein, ja Allah? La yusadda'una anha wa la yunzifun. Sie bekommen davon kein Kopfschmerzen. Wenn du in diesem Leben Wein trinkst und die Sonne scheint, knallt voll auf deinen Kopf, du bist betrunken, A'udhu Billah. Du hast Kopfschmerzen und du gehst und du schlägst die arme Frau zu Hause kaputt. Das heißt, durch Alkohol begehst du Unrecht, du hast Schmerzen. Manche Leute übergeben sich, A'udhu Billah. Wie oft haben wir das erlebt bei Menschen? Und dann weint er da, oh, warum habe ich getrunken? Die ganze Erde dreht sich. Warum? Allah hat dir verboten zu trinken. Allah hat dir gesagt, Abdi, trink nicht. Ich habe was Besseres für dich vorbereitet und lass diese Alkohol heutzutage. Ihr kennt die Geschichte mit dem, den eine Königin ihn festgenommen hat, damit sie mit ihm Unzucht begeht. Sie hat gesagt, du gehst nicht hier raus, nur wenn du mit mir, A'udhu Billah, Unzucht begonnen hast. Und sie hat Wache da. Dann hat er gesagt, ich mach das nicht, mach was du willst. Dann hat sie gesagt, hast du drei Auswahl. Entweder du begehst Unzucht mit mir, oder du trinkst Alkohol, oder du tötest diesen kleinen Jungen und erst gehst du raus. Der wusste nicht mehr, was er macht. Dann hat er überlegt, Junge zu töten ist gefährlich. Mit ihr Unzucht ist noch schlimmer. Ich trinke und dann gehe ich nach Hause, dann habe ich Ruhe, danach wache ich auf. Hat getrunken, hat mit ihr Unzucht begonnen und den Jungen geschlafen. Den Jungen getötet. Den Jungen getötet, mit der Frau Unzucht begonnen, Alkohol. Deswegen nennt man diese Alkohol Ummul Khaba'ath. Die Mütter aller, ungefähr, wie sagt man das? Schlechtigkeit, na. Ja? Das Widerwärtigste. Du trinkst Kopfschmerzen, du übergibst dich und du begehst Unrecht. Dir selbst, weil Allah hat uns verboten, uns selber zu schaden und andere zu schaden. Rasul sagt, la darara wa la dirar. Du darfst dir selber nicht schaden und du darfst anderen nicht schaden. Wie viel oft, Wallah, sogar in islamischen Ländern, sie trinken, sie werden betrunken, sie gehen nach Hause. Erstmal, wenn er getrunken hat, geht zum Casino. Er ist betrunken, Shaitan nutzt jetzt, sein Verstand ist nicht mehr da. Mach Da'wah mit ihm zum Casino. Geh, du gewinnst ein bisschen Geld, dann geht es dir besser. Die ganze Miete steckt er da rein. Und das ist so eine schlechte Laune, kannst du dir nicht vorstellen. Er geht nach Hause, gibt die Frau die Schuld. Die Frau sagt, warum hast du das gemacht, obwohl sie recht hat. Er schlägt die arme Frau kaputt. Blaue Augen, was hat Zähne gehen kaputt, die bluten. Wallah, gibt es viele Menschen, die so sind. Nur von einem Glas Alkohol. Und was geschieht? Er ist arm geworden. Arm an Vermögen, an Hab und Gut, Geld hat er verloren. Sein Verstand hat er verloren.
hat Kopfschmerzen. Später, wenn er schlafen geht, dreht sich die ganze Erde und empfindet Angst. Sauer ist er. Unrecht hat er begangen. Subhanallah. Aber im Jannah hast du einen